Ja, servus und willkommen. Hier ist euer Eis von Bucket Support. Ich fange diesmal meine Let's Build-Serie an. Ja, Grund dafür ist natürlich, wir sind jetzt zurzeit in der Minecraft 1.1. Bucket ist leider noch nicht so weit, ja, als offizielles Release, dass ich meine Bucket-Tutorial-Sachen weitermachen kann. In dem Sinne heißt es ja abwarten und Tee trinken. Sie haben natürlich schon versprochen, dass es diesmal nicht so lange wird wie von 1.8 auf 1.0. Darum habe ich mir gedacht, ja, um das alles so ein bisschen zu, ja, beschleunigen, sage ich mal, dass ich trotzdem ein paar Videos, habe ich mir gedacht, dass ich meine Let's Builds machen. Ich würde sagen, wir fangen an. Ich erkläre euch hier erstmal, was Redstone ist, wie lange geht Redstone, mit was kann man Redstone aktivieren und so weiter und so fort. Gut, fangen wir mal an. Redstone ist durch mehrere Möglichkeiten zu aktivieren. Zum Beispiel durch einen sogenannten Button. Das gibt ein kleines oder beziehungsweise was ist überhaupt Redstone? Redstone ist ja eine Art Kabel. Wenn dieses Kabel einen elektrischen Impuls bekommt, zum Beispiel durch einen Button oder einen Hebel oder eine Druckplatte, da kommen wir aber gleich nochmal zu, dann kriegt es einen elektrischen Impuls und lässt ja Teile zum Beispiel zum Aktivieren, wie zum Beispiel Pisten, zum Beispiel hier dieser Button, der gibt nur ein kleines Signal, ich glaube nur 1,5 Sekunden, glaube ich, hält dieser Stromkreis nur. Oder nur eine Sekunde. Dann gibt es natürlich noch die sogenannten Hebel oder Schalter, wie man die auch nennen möchte. Wenn wir den aktivieren, dann bleibt der aktiviert, bis wir diesen Schalter umlegen. Das kann man natürlich auf einem Block mit zwei machen. Das heißt, wenn der eine aktiv ist, kann man den natürlich hier nicht mehr deaktivieren. Das heißt, entweder alle beide deaktiviert oder ja, mindestens einer muss aktiviert sein, damit Redstone aktiviert wird. Auch natürlich nur mit ein, das ist natürlich auch möglich. Dann haben wir noch die Pressure Plates. Da gibt es zwei Versionen: einmal als Stein und einmal als Holz. Es gibt natürlich Vor- und Nachteile, zum Beispiel bei der Steinplatte. Wenn ich hier ein Item drauflege, passiert hier gar nichts. Das heißt, man muss sich direkt drauf stellen. Und hier bei der Holz und ich lege dort vor, natürlich immer da drauf eigentlich. So, da drauf bleibt ja diese Redstone so lange aktiv, bis dieses Item weg ist. Das dauert etwa gut 5 Minuten. So, Redstone geht natürlich nur maximal 15 Blöcke. Nach dem 15. Block muss ich gucken, hier ist der 15. Block. Ist denn das Ende? Das heißt, das müssen wir denn zum Beispiel verlängern mit sogenannten Repeatern. So, das habe ich natürlich jetzt verfehlt. So, da haben wir einen Repeater. Wenn wir also einen Repeater zwischenschalten, das heißt, von wo Redstone kommt, das heißt, in welche Richtung Redstone, so müssen wir uns auch hinstellen, damit dieses Redstone weiterläuft. Wenn wir natürlich jetzt den Repeater verkehrt rum dran setzen, ja, dann seht ihr, hier wird nichts mehr aktiviert. Repeater sind natürlich nicht nur, ja, um eine Verlängerung, und zwar gibt es hier, die man hier einstellen, das sind die sogenannten Ticks. Es gibt den Null-Tick, es gibt den Tick 1, 2 und 3. Damit kann man sogenannte Verzögerung einbauen. Das heißt, das möchte ich euch auch einmal hier kurz demonstrieren. Das heißt, ich setze mir jetzt einfach mal hier den Java weg. Ich setze mir jetzt hier einfach mal ein paar Repeatern mit den vollen Tick. So, fahren wir alle komplett aus. So, und wenn wir den Redstone aktivieren, seht ihr, dass es ein bisschen länger dauert und es regnet natürlich. Darum mache ich ganz kurz einen Cut. So, der Regen hat jetzt auch aufgehört.
War auch sehr, sehr feucht. So, zum nächsten. Ja, das mit dem Redstone, mit der Verlängerung ist eigentlich schon klar. Früher hat man es zum Beispiel, wo die Repeater zum Beispiel nicht gab, da hat man es zum Beispiel ganz anders gemacht, das Verfahren. Das wird teilweise immer noch verwendet für irgendwelche, ja, Glocksysteme. Das heißt einfach hinter, ja, den Redstone ein Block, denn einfach eine Redstone Touch. Das heißt, wenn hier Redstone aktiv ist und setzen die an, dann wird die ausgeschaltet. Dann einfach hier nochmal Redstone dran. Dann wieder ein Block. Und wieder Redstone. Und dann ist das aktiv. Das heißt, wenn ich jetzt hier einfach die Touch aus, dann ist die an. Redstone ist aktiv. Die lässt die wieder deaktivieren, sodass das Redstone wieder aus ist. Und mache ich die wieder an. Genau das gleiche Verfahren, nur umgekehrt. Und hier ist das Redstone auch an. So, jetzt kommen wir zum Beispiel zu, ja, Doppeltüren zum Beispiel, was mit Redstone, ja, aktiviert wird. Wenn wir zum Beispiel zwei Türen aktivieren wollen, ja, sehen wir, es funktioniert leider nicht. Das heißt, wir können schalten und walten, wie wir wollen. Wir können das machen, es funktioniert nicht. Da muss das, ist das Verfahren hier auch ein bisschen anders. Das heißt, dafür nehme ich jetzt einfach hier mal ein bisschen was weg. Dafür muss ein Block hin, nur auf einer Seite, eine Redstone Touch und ja, eine, so dass es einmal verbunden ist und dann müsste es funktionieren oder auch nicht, weil wir nämlich hier noch das einmal verbinden müssen. Ja, das war jetzt auch ein Fail von mir. So, und zwar natürlich umgekehrt. Wir wollen ja das hier aktivieren. So, hier setzen wir einfach nochmal. Das ist sehr interessant. So, jetzt haben wir es. So, hier ist es jetzt an, beziehungsweise die Türen sind zu. Und hier sind sie wieder offen. Und so macht man das mit diesen Doppeltüren. So, das macht man darüber. Dann gibt es die sogenannten, ja, Power Weights. Das heißt, wenn man jetzt hier zum Beispiel die Schienen hat und ja, man fährt zum Beispiel rüber, wie auch immer, wird ja mit dieser Power Rails, nein, wie heißen die? Nicht, dass ich mich jetzt hier Detector Rails, aktivieren wir ja die Power Rails, so dass wir dann weiter Energie kriegen. Das kann man natürlich auch anders machen, zum Beispiel daneben einfach eine Redstone Touch, die Power Rails daneben legen und ja, dann ist sie auch aktiv. Das heißt, wir können ohne Probleme fahren. Ist vielleicht nicht schlecht, aber ja, man sieht diese Fackel immer und ist sehr unschön. Darum lege ich die gerne immer darunter. Das heißt einfach, ich hole mir einfach jetzt hier nochmal eine Power Rails und nochmal ein paar Schienen. So, das heißt, wir gehen, ja, wir legen jetzt einfach hier eine Power Rails hin. Wir können auch hier 2, 3 hinsetzen. Na, reichen halt 2 aus. So, legen jetzt hier 2 Schienen hin. Und hier nochmal 2 Schienen. Es ist ja deaktiviert. Das heißt, einfach darunter, genau, auf Block 2 einfach dann eine Redstone Touch dran setzen. Und wir sehen, es ist aktiv. Und somit können wir eigentlich auch ja, Karts fahren lassen, wie auch immer, ob alleine oder nicht, das ist denn euch überlassen. Ja, das kann man dann hier zum Beispiel hier zumachen, damit man die Touch nicht sieht. Ja, das war eigentlich so zu Redstone.
Ich würde mal sagen, in Teil 1 bin ich schon überlegen, ob ich dort schon anfange mit Redstone oder nur erstmal ein kleines Einsteigermodell, zum Beispiel ja eine Art Lift beziehungsweise eine Art Fahrstuhl. Ob ich es mit Pisten schon mache oder nicht, weil das ist denn schon wieder auch was Höheres. Ja, lasst euch einfach überraschen. Ich sage mal, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann, bye bye. Euer Eis von Bucket Support.